Liebe Zuschauer, lassen Sie uns heute einmal über die Cash-Secured-Put-Strategie reden, die in letzter Zeit wieder recht populär geworden ist. Liebe Zuschauer, mein Name ist Olaf Lieser von Optionsuniversum. Cash-Secured-Put bedeutet ein mit Cash voll besicherter Put, der den Stillhalter die Verpflichtung eingehen lässt, dass er im Zweifel, wenn die Gegenseite ausübt, 100 Aktien abnehmen muss zum vereinbarten Ausübungspreis. Soweit so normal. Und viele Leute machen so eine Strategie, oder ich formuliere es mal anders, sie glauben, solch eine Strategie zu handeln, indem sie tatsächlich etliche Puts verkaufen und sagen, ich habe genug Cash auf dem Depot und ich verkaufe Puts, also sind diese Puts auch Cash besichert oder Cash secured. So, dann passiert natürlich das, was in der letzten Februarwoche passiert ist. Der Markt ist mal so richtig kräftig durchgesackt, nur sehr, sehr kurz. Und während ich diese Zeilen spreche, haben wir heute auch wieder einen dunkelgrünen Pre-Market-Tag. Heute ist Montag. Dennoch, die Tatsache ist, dass eigentlich man sich verpflichtet, wenn ich einen Short-Put verkaufe, einen Cash-Secured-Put verkaufe, so sollte ich es formulieren, dann bereite ich mich darauf vor, wenn es zur Andienung kommt, wenn die Gegenseite ausüben, das wird sie normalerweise tun, wenn der Put zu Verfall im Geld ist, dann nimmt alles seinen Lauf. Ich nehme 100 Stück Aktie ab, ich bezahle dafür Geld, soweit so normal. Ich kann diese Aktien halten, verkaufen, ich kann auch dann Covered Calls draufschreiben, was immer ich tun möchte. Tatsache ist in jedem Falle, das läuft dann alles wie geplant. Nun ist es allerdings so, wenn der Markt crasht, wenn er einen richtigen Crash hinlegt, nicht nur das, was er letzte Woche gemacht hat, sondern wenn daraus ein richtiger Crash würde, dann muss man leider mitteilen, im Crash fallen alle Aktien. Und wenn ich zum Beispiel ein ganzes Dutzend Cash-Secured-Puts auf einmal offen habe, dann hat es den Effekt, dass es zum Beispiel dann kommt der Verfallsfreitag, das sind heutzutage natürlich auch die Weeklies, also jeden Freitag ist Verfall in sehr vielen Basiswerten. Auf einmal müsste ich da ein ganzes Dutzend Basiswerte mal 100 Stück, sprich auf einmal muss ich da 1200 Aktien verschiedener Preisklassen abnehmen und fühle mich oder mein Portfolio auf einmal doch überfordert. Also, was ist davon zu halten? Wie gehe ich vor? Wir schauen einfach mal auf ein paar kleine Dinge und machen ein paar Vorschläge, was man tun könnte. So, liebe Zuschauer, nach vielen Worten schauen wir jetzt erstmal auf ein Bild, da wird es vielleicht mal klarer. Ich habe hier einen Wert, der sehr stark gelaufen ist, der auch nach wie vor in einem, je nach Sichtweise vielleicht in einem Aufwärtstrend ist. Und Short Put heißt natürlich, dass ich hingehe und zum Beispiel hier einen Put verkaufe. Ich zeichne den jetzt mal aus dem Geld ein. Man sieht, dass der Basiswert sehr stark zurückgekommen ist. Das ist übrigens der gleiche, mit dem ich das Video von vor 14 Tagen gemacht habe. Sozusagen, man kann dieses Video von heute auch ein bisschen als eine Fortsetzung dessen betrachten. Jetzt habe ich hier also einen Short Put verkauft. So, und ich sage, der ist Cash Secure. Das heißt, der Basiswert könnte ja hingehen und wir machen den nächsten Covid-Crash und der Basiswert raus so richtig durch. Der Put kommt tief ins Geld, aber irgendwann kommt der Putverfall und es kommt zur Andienung. Die Gegenseite wird man dann Aktien verkaufen, zum Beispiel zu, ich sage jetzt mal 125 oder 126 und ich nehme halt 100 Stück ab. So weit, so normal, das ist ja auch so geplant. Aber auf einmal ist es so, der ganze Markt crasht und ich habe ein ganzes Dutzend Aktien und die fallen, wie gesagt, alle ins Bodenlose im Corona-Crash. Zur Erinnerung, der war 30%. Kann man ruhig nochmal einblenden, wiewohl das natürlich auch jedem wenigstens so ein bisschen bewusst ist. Aber man kann die Zahlen sich ruhig nochmal vergegenwärtigen. Hier ist also der Ausbruch des Coronavirus oder der erste Ausbruch im Beginn 2020 und am 23. März wurde dann in den USA das Markttief, das auch heute noch gültig ist, gemacht. Und der Verlust in diesem breiten Index S&P 500 betrug über 30%. So, und wenn ich jetzt hier entsprechend ins Heute gehe und ich habe jetzt die ganze Zeit Short Puts verkauft, und es lief wunderbar, ich habe Geld verdient und auf einmal fängt der ganze Markt an durchzusacken und es hätte sich ja aus dem, was letzte Woche begann,
ein richtiger Crash entwickeln können. Wir sind nur heute schlau genug, dass wir wissen, im Moment, nur für den Moment, ist der nächste Crash mal wieder abgesagt, aber so genau weiß es nicht vorher und schon gar nicht wusste man es letzte Woche Dienstag oder Donnerstag, als es wirklich so, naja, durchaus ziemlich rappelig war am Markt. Ich drück's mal so aus. So, also, Cash Secured. Wie gehe ich jetzt damit um? Tatsache ist folgendes: Wir handeln alle auf Margin. Wir haben nicht wirklich Cash Secured Konten, sondern wir haben Margin Konten. Jeder, der in Deutschland bei einem Broker handelt und über 21 ist, interessanterweise, das ist eine Regel, die kommt aus USA. Wir sind ja alle bei Interactive Brokers, auch wenn wir jetzt bei irgendwie eBay, Irland oder Ungarn oder sonst was sind. Wenn Sie einen Short Put verkaufen, dann müssen Sie faktisch nicht, natürlich nicht, begründen, warum Sie das tun. Sie können als sogenannten Cash Secured Put verkaufen, in der Absicht, die Aktien angedient zu bekommen. Oder Sie können ihn einfach als Prämieneinnahmetrade verkaufen, in der Hoffnung, diese Aktien niemals zu bekommen, sondern den Put vorher glattzustellen oder dass er eben entsprechend wertlos verfällt. Beides ist möglich. Das sind keine Kriterien, weswegen Sie sowas aufmachen dürfen oder nicht dürfen. Die Kriterien, weswegen Sie an den Markt dürfen, ist, Sie brauchen ein optionshandelsfähiges Konto. Das muss, wie gesagt, operativ sein. Es muss Geld drauf sein und die Kaufkraft muss es ermöglichen, dass Sie diese Put-Position erst öffnen und dann auch offen halten per Margin-Reglement. Und das ist normalerweise, wenn ich jetzt mit so einem Konto anfange und ich fange an, einfach nur Cash Secured Puts zu verkaufen, dann ist das vollkommen normal. So, und jetzt kommt Folgendes. Stellen Sie sich vor, Sie machen nichts anderes. Sie haben ein jungfräuliches Konto. Ich sage mal, $30.000 sind da drauf in Cash. Wir reden einfach mal von US-Währung, US-Aktien und Optionen. So, und jetzt fangen Sie an, Puts zu verkaufen auf eine Aktie, die hat einen Basiswert von, die Option hat einen Basiswert von 100, die Aktie steht von mir jetzt bei 120, dann nehmen Sie eine Prämie ein von 5 mal 100, also $500. Der Markt hat sich nicht bewegt. Sie haben einen Netto-Liquidierungswert von 30.000. Jetzt verkaufen Sie einen Put von 500, dann haben Sie auf einmal Cash 30.500 US-Dollar. Der Netto-Liquidierungswert des Kontos ist immer noch 30.000. Sie haben sogar also mehr Cash, als überhaupt der Kontowert ist. Ist das normal? Wenn Sie reiner Stillhalter sind, dann ist das ganz normal. So, und dann sagen Sie sich, ja, meine Positionen sind alle Cash Secured. Ich habe so viel Cash rumliegen, also ist doch alles Cash Secured. Jetzt kann ich noch einen Put verkaufen und noch einen auf die Apple und noch einen auf die Facebook und noch einen auf die, etwas gesagt, GameStop oder suchen Sie sich was aus oder eine Virgin Galactic. Suchen Sie sich Ihre Lieblingstitel aus und auf einmal haben Sie 12 oder 15 oder nur 10 Short Puts verkauft. Ich habe so viel Cash, ist doch alles Cash Secured. Wenn mir mal eine Option ausgeübt wird von der Gegenseite, wenn ich einmal ein Assignment habe, ich einmal 100 Stück abnehme, ist denn das so schlimm? Das Problem ist, im Crash crashen sie halt alle. Typischerweise in einem richtigen, heftigen Crash, da gehen 50, 95%, ich sage das nochmal, in einem richtigen Crash gehen 95% aller Aktientitel abwärts und zwar mit dem Fahrstuhl, nicht mit der Rolltreppe, schnell nach unten. Und es kann Ihnen dann passieren, dass ein ganzes Dutzend sogenannte Cash Secured Puts alle gleichzeitig im Geld sind. Und wenn Sie es auch noch entsprechend eingerichtet haben, Sie handeln immer Weeklies, verfallen die auch noch alle am nächsten Freitag und zack, und dann haben Sie ein Wochenende und haben gleich ein ganzes Dutzend Assignments und haben auf einmal 1200 Aktien der verschiedenen Preiskategorien im Depot. Und bevor das passiert, da ahnen Sie schon, oh, ich kriege jetzt auf einmal kalte Füße und mir wird ganz flau im Magen und vielleicht kann mein Konto das nicht verkraften. Denn das Problem ist, wenn es echt Cash Secured ist, dann müssen Sie das gesamte Cash für Ihre gesamte Short Put respektive Aktienliste gleichzeitig im Depot haben. Denn, das, wie gesagt, wiederhole es nochmal, die Natur eines Aktienmarktcrashes ist halt, dass fast alle Aktien crashen. Also wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Anteil von Aktien kann dem Crash dann tatsächlich widerstehen. Das heißt, die Überlegung, naja, wenn mal einer von 12 da eine Andienung erfährt, ist kein Problem, ich habe das Geld, macht nichts und wenn dann habe ich die Aktien, notfalls stelle ich sie wieder glatt, alles gut, alles schick. Das ist halt im Crash einfach nicht so. Und letzte Woche hat der Markt diesen Crash ja nur angedeutet, noch fand er nicht statt, aber es kann jederzeit passieren. Deswegen, es gibt nur zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Das eine ist wirklich echtes Cash Secured. Das heißt, Sie
schauen sich ganz genau an, wie viel Cash sie haben und wie viel der Netto-Liquidierungswert ihres Portfolios ist. Und der sollte dem Wert sämtlicher Aktien, die sie gleichzeitig angedient bekämen, im schlimmsten Falle nicht unterschreiten. Er sollte den mindestens erreichen. Dann ist es echt secure. Dann und nur dann. Es ist, wie gesagt, legitim, mehr Short-Puts zu verkaufen, als du eben beschrieben. Dann brauchen sie aber zwingend Aus- oder Umstiegsregeln. Ich sage vor allem, sie brauchen unbedingt einen Verlustbegrenzer. Zum Beispiel kann das bedeuten, wenn die Prämie, die ehemals eingenommene Prämie, sich verdreifacht hat. Das halte ich für ein gutes Kriterium. Ich möchte jetzt mal geschwind an einem kleinen Beispiel zeigen, was es bedeuten würde. So, wir sehen hier das GOV-Profil. Das ist übrigens das exakt selbe, wenn ich mich recht erinnere, des Videos von vor 2 Wochen. Da ging es um die Verwandtschaft zwischen Covered Call und Cash Secured Put. Also hier sehen wir dieses charakteristische Risikoprofil, die sogenannte T+0-Linie hier in dunkelgelb und dann die Verfallslinie ist dann natürlich die mit dem Knick. Und wenn der Wert seitwärts geht, verdienen wir Geld, indem wir hier das Kügelchen würde dann hier senkrecht, das Kügelchen würde dann senkrecht nach oben gehen oder würde sich allgemein in aufwärtige Richtung bewegen. Soweit so normal. So, wenn jetzt der Markt crasht, in diese Richtung, dann wandern wir hier natürlich die T+0-Linie abwärts und die Position gerät in den Verlust. Eine gute Verlustbegrenzerregel, wo man die Position zum Beispiel glattstellen kann, endgültig glattstellen kann, als reiner Stillhalter-Trade, also wenn es nicht um die Aktienandehnung geht, wäre zum Beispiel eine Verdreifachung. Ich sehe es hier rein optisch, so viel hat die ehemals eingenommene Prämie ausgemacht. Hier sieht man den Preis 7,65 mal 100, also 765 Dollar. Und wenn ich jetzt einen Verlust hätte, der dem Doppelten dessen entspricht, das heißt, der Optionskontrakt verdreifacht sich oder es entspricht minus 200% meiner Position, dann komme ich etwa hierhin. Das ist ein, jetzt habe ich ein bisschen schief gezeichnet, aber ich denke mal, man wird erkennen, was gemeint ist. Dann hätte ich also sozusagen eine Verdreifachung der Prämie oder ich hätte minus 200% bezogen auf die Prämie. Das ist ein sehr, sehr gutes, gängiges Ausstiegskriterium. Dann hätte ich hier ungefähr minus 1500 US-Dollar, minus 15 mal 100. Das ist ein gutes Kriterium. Jetzt sagt der eine oder andere vielleicht, Mensch, 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 minus 200%, das hört sich total dramatisch an. Ich meine, wenn ich mir ein Konto überlege, das minus 200% machen, ja, das ist ja schon längst platt bei minus 100%. Ist das Konto nicht mehr vorhanden sozusagen. Wenn ich es aber auf eine einzelne Optionsprämie beziehe, dann ist es auf jeden Fall eine sehr gangbare Größe. Vielleicht sind diese 7,65 mal 3, beziehungsweise die Verdoppelung 1500 zu viel für Ihr Konto. Seien Sie ruhig lieber defensiv. Vielleicht hätte ich auch ein billigeres Beispiel im Sinne von niedrigerem Preisniveau wählen sollen. Das kann man auch machen. Ich kann mir zum Beispiel eine Option überlegen, die mir nur 2 Dollar mal 100 einbringt. Das macht 200. Ein Verlust von 200% bezogen auf eine Prämie von 200 Dollar sind gerade mal 400 Dollar Verlust. Und dann hört es sich ja wieder viel, viel gangbarer an für viele, viele Konten. So ist das eigentlich zu verstehen. Wie auch immer, die Aussage soll lauten, entweder Sie haben echtes Cash Secured, das heißt, dass Sie wirklich, wirklich in der Lage sind, die Andehnung zu akzeptieren, sprich alle Aktien aller Short Puts, die Sie im Portfolio haben, zu akzeptieren, sollte diese ins Geld kommen und sollte der Markt, wie gesagt, einen Crash hinlegen. Alternativ brauchen Sie dringend ein Verlustbegrenzungsszenario. Wenn Sie das nicht haben, dann kann es Ihnen halt passieren, da wir faktisch gehebelt handeln, wenn Ihr Portfolio einen großen Schaden erleidet. Stellen Sie sich vor, Sie verlieren 2/3 des Portfoliowertes und ich bin überzeugt, das ist vielen Optionshändlern März 2020 so gegangen. Dann brauchen Sie eine Verdreifachung, um überhaupt auf Break-Even zu kommen. Also nochmal, ich verliere 2/3 meines Kontos, dann brauche ich fortan eine Verdreifachung von einem niedrigeren Niveau, um überhaupt auf Null zu kommen. So gemein wie das ist einfach Mathematik. Von Gewinnen, von Profiten machen an den Märkten ist da noch gar nicht die Rede. Da sieht man schon, da liegt die Tücke und das müssen wir dringend vermeiden. Wir müssen dringend wissen, wo die Verwundbarkeit ist und müssen ganz, ganz, ganz dringend auf unser Depot schützen. Wir als Händler müssen unser Depot schützen durch entsprechend das Vorgehen. Ein Verlustbegrenzer ist dafür eine sehr gute Regel.
Und ich passe auch immer sehr gut auf, wie ich es formuliere. Ich sage extra Verlustbegrenzer und ich sage nicht Stop-Loss oder Stop-Loss, weil wir machen keine Stop-Orders von Optionen. Das haben wir schon oft genug zur Sprache gebracht. Möchte ich gerne nochmal daran erinnern, ist ganz wichtig. Sondern ein Verlustbegrenzer. Verlustbegrenzer hieße in dem Fall, wenn diese Situation eingetreten ist, die Prämie hat sich verdreifacht oder Sie nehmen was anderes. Sie können auch eine Vervierfachung nehmen. Manche nehmen auch nur eine Verdoppelung. Ich nehme eher eine Verdreifachung. Dann wird der Exit aus dem Trade gesucht. Dann werde ich bei der nächsten Gelegenheit, wenn der Markt entsprechend offen ist, diese Position aktiv glattstellen wollen. Ja, liebe Zuschauer, ein Anliegen der Videos, die wir von Optionsuniversum machen, ist immer, dass man sich sozusagen auch gedanklich ein bisschen vorbereitet. Das ist ein bisschen Fortbildung, so verstehen wir das. Ich glaube, sind eigentlich nützliche Informationen, die kann man sich, wie gesagt, für sich selber verarbeiten und für sich zunutze machen. Wichtig ist, dass man vorher einen Plan hat. Man sagt das so schön, das ist mittlerweile bald abgedroschen. Habe einen Plan, bevor du den Trade überhaupt aufmachst, wie du ihn wieder zumachst. Und das ist insbesondere wichtig, wenn es um Crash-Szenario geht, denn dann neigt man vielleicht ein bisschen mehr zur Unruhe. Der Markt bewegt sich viel schneller. Als würde die Uhr schneller ticken. Das ist gut, wenn man dann entsprechend gut darauf vorbereitet ist. Vielleicht hilft Ihnen auch dieses Video dazu. Bin ich auch am Ende angelangt. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat und alle unsere Videos gefallen, dann freuen wir uns natürlich über ein Abo, beziehungsweise auch über vielleicht einen Daumen hoch für dieses Video auf Facebook oder YouTube. Ansonsten sind wir noch aktiv auf den sozialen Medien, Twitter und LinkedIn. Da sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, Ihr Olaf Lieser.